Seit dieser Woche weiß ganz Deutschland, Boris Becker hat ein neues Talent. Er ist jetzt Vorleser. Eine Märchenstunde, inszeniert ganz nach seinem Geschmack. Ob auf einer idyllischen Parkbank, im gemütlichen Ohrensessel oder vorm Familiengemälde in der Privatvilla in London. Boris Becker gibt überall den Geschichtenonkel, liest Seite für Seite aus seiner Biografie »Das Leben ist kein Spiel«. Und genau an diesem Tag lernte ich meine heutige Ehefrau kennen. Ja, da bist du ja. Komm vorbei, mein Schatz. Komm kurz vorbei, ich spreche über dich. Und nur in höchsten Tönen. Mhm. Ja, siehst du, hast du das Kapitel schon gelesen? Mhm. Über dich. Du hast auch eins geschrieben, aber hast du das schon gelesen? Mhm. Noch nicht? Okay, ich werde dich später etwas fragen, aber jetzt lass mich zu Ende lesen. Okay, ja. Okay, gut. Komm noch mal vorbei. Viele junge Menschen fragen dieser Tage ja ihre Eltern, wer ist eigentlich dieser falsch blondierte, aufgequollene Stammelkopp, der seit Wochen in allen Boulevardmagazinen auf Parkbänken sitzend seine Leseschwäche zelebriert und alte Bumsgeschichten von sich vorliest. Aus der Unter-30-Generation glaubt einem keiner mehr, dass der mal eine echte Tennislegende war. Die halten den ja eher für Gollum nach dem Lottogewinn oder Michaela Schäfer mit Sachen an. Ein trauriger Existenzexhibitionist mit der Zwangsneurose, absolut allen Menschen jedes Detail aus dem eigenen pompös sinnfreien Leben mit Megafon ins Ohr zu brüllen. Aber wer weiß, vielleicht gewährt ihm nach dieser beschämend beschissenen Selbstinszenierung der Papst ja einen neuen Ehrentitel. Sankt Bobbele, Schutzpatron der Fremdscham und der Peinlichkeit. Ich liebe sie abgöttisch. Sie hat, was hat sie denn alles für Stärken? Sie hat einige Schwächen. Sie ist aber sehr emotional, sehr leidenschaftlich. Was ist dein Geheimnis? Ah, okay. Mein Geheimnis habe ich schon vorher verraten. Okay, ich bleibe bei dir, weil du so geduldig mit mir bist. Geduld bringt Rosen. Yeah, and, und weil du mein Temperament erträgst. Manchmal ganz schwer, ganz schwer. And du bist ganz lieb. Wenn du liebst, bist du lieb. Ja. Ja. Das sollte ich doch sagen, hast du mir aufgeschwipst. Ja? Ja, natürlich. Aber was liebst du noch an mir? Was fasziniert dich? Warum betest du mich an, mehr noch als den Rest der Welt? Ich meine, was ich an dir mag, habe ich ja schon gesagt, aber das ging ja auch schnell. Aber warum liegst du mir zu Füßen? Du bist so, so smart, so klug. Klug? Mhm. Klugheit bringt Rosen. Mhm. Du bist very sexy, erotisch. Erotik bringt Tulpen. Mhm. Hier steht, you are very rich. Du bist auch sehr reich. Reich? Ja. Reichtum bringt Nelken. Yes. And I love it, dass du immer so viele Blumen, Flowers mitbringst. Die wohl her habe. Außerdem bist du sehr hübsch. Wirklich? Findest du? Überrascht mich etwas. No. You wrote it down. I know. Aber was genau findest du denn so überragend schön an mir, so hübsch? Du hast so lustige Quellauge, die kommen so raus wie bei einem Frosch, die man quetscht. Dann ist dein Kopf immer so schön rot und die gelben Haare dazu. Das ist wie eine Kugel Erdbeereis mit Vanillesoße obendrauf. Lass mich hier vielleicht erst einmal zu Ende lesen. Es war gerade sehr spannend. Es ging nämlich um mich. Hast du schon gelesen? Alles und auswendig gelernt? Gut. Ich werde dich nachher abfragen. Wir schreiben einen Test. Na, so, dann geh schon. Ja. Aber komm noch mal vorbei. Lilly, das war Lilly, meine Frau. Über die steht auch etwas hier in meinem Buch. Augenblick. Oh, da kommt sie, da ist sie, Lilly. Komm doch ruhig her. Ich spreche gerade über dich, weil ich stolz dein Mann zu bin. Hast du schon mein neues Buch gelesen? Ja, du wirst es lieben. Es handelt von mir. Do you know a good Scheidungsanwalt? Hm?
Der sonst so hart gesottene Bayern-Präsident kann sich nicht mehr halten. Uli Hoeneß ist überwältigt von den Huldigungen seines Vereins. Ohne sein Zutun wäre der FC Bayern heute nicht das, was er glücklicherweise ist und darstellt. Doch so laut die Fans auch jubeln, Hoeneß muss sich bald wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Danach haben die Mitglieder das Wort. Ich möchte Ihnen das Recht geben, zu sagen, zu entscheiden, ob ich noch der richtige Präsident für diesen Verein bin. Der Abend, ein Heimspiel für Hoeneß. Ernst wird es dann im März vor Gericht. Danke, danke. Das ist so schön. Ihr seid alle so unfassbar dämlich. Ich kann es kaum glauben, wirklich. Ich bescheiße euch und den Staat schon seit Jahren und mache einen auf Moral. Und ihr klatscht noch dazu. Das ist so doof. Da schießt mir wirklich vor Lachen die Tränen in die Augen. Und wenn ich mir vorstelle, wie rührend sich der kleine Leiharbeiter von seinen 4-Euro-Lohn bei mir in der Wurstfabrik die Stadionkarte vom Mund abspart und dann einem millionenschweren Steuerbetrüger wie mir noch zujubelt, das ist einfach, es ist so schön, um wahr zu sein. Aber wenn ich mir überlege, mit was für Schweinereien ich hier unbeschadet durchkomme, dann könnt ihr auch heulen, dass ich nicht noch viel mehr abgestaubt habe. Oh Herrgott, sag mal, so viel habe ich nicht mehr geflennt, seit die Staatsanwaltschaft geklingelt hat und mir beim Verstecken der Goldbahn auf den Fuß gefallen ist. Kommt, hört's auf. Ich kann nicht mehr. Es ist das Jahr 2000. Seine damalige Frau Barbara hat gerade erfahren, dass Boris Sex in der Besenkammer mit dieser Dame hier hatte. Und das hört sich in seinem Buch dann so an. Spulen wir noch einmal zurück zu dem Krisengipfel mit Barbara auf der Terrasse unseres Hauses in Fisher Island. In meinem Erinnerungsprotokoll steht, Barbara vollkommen außer sich. Sie brüllte mich an, sprang plötzlich auf und fing an, mich wie von Sinnen zu schlagen. Noah kam dazu, drängte sich zwischen uns, wollte nicht, dass Mami den Papi attackiert. Ich nahm irgendwann die Hände hinter den Rücken und sie hat getreten und wie wild um mich geschlagen. Noah immer schlichtend zwischen uns. Es war der Horror. Letztlich die wohl schlimmste und unwürdigste Situation meines Lebens. Ich schäme mich bis heute in Grund und Boden. Dafür, dass Barbara wegen so einer kleinen Besenkammerbumserei mit unerwünschter Begleiterscheinung derart ihre Kontenance verlieren konnte. Aber auch wenn der kleine Noah glücklicherweise die härtesten Schläge von ihr abfangen konnte, so gilt trotzdem: Einen Boris Becker schlägt man nicht. Weder im Tennis noch im Gesicht. Man tritt ja auch nicht dem lieben Gott in die Eier und sagt: Du, das mit der Sintflut, das fand ich jetzt echt nicht gut von dir. Selbst wenn Millionen dabei starben, er wird schon seine Gründe gehabt haben. So wie ich. Außerdem konnte die damals von mir erwähnte Möglichkeit des kriminellen Samenraubs von den Behörden niemals gänzlich widerlegt werden. Ich kann also nicht ausschließen, lediglich das unschuldige Opfer einer international agierenden Diebespande gewesen zu sein, die sich auf versehentlich verlorenes prominenten Sperma spezialisiert hatte. Vielleicht hätte Barbara auf diese noch immer ungeklärte Sachlage nicht mit blinder Gewalt, sondern besser mit Rücksicht, Respekt und Mitgefühl reagieren sollen. Die blöde Kuh.